Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das heutige Thema ist Transvestiten. Ich werde in diesem Video mehrmals Bilder von Marvin einblenden, weil er ein Transvestit ist, egal ob er sich jetzt selbst so nennt oder nicht. Er definiert es halt so ziemlich. Deswegen will ich auch meine Worte bildlich darstellen. Dieses Video wollte ich schon seit einer sehr langen Zeit drehen, aber ich habe mich halt einfach nie getraut, weil ich halt weiß, dass ich dafür gecancelt werde und dass mich dann alle hassen und ich nur Kommentare lese wie: Ich habe dich schon immer unterstützt, aber jetzt reicht es mir endgültig und das geht einfach zu weit und das ist nicht in Ordnung. Die Menschen, die aber gerne meinen Standpunkt verstehen wollen, ich bitte doch einfach die Menschen, mir bis zum Ende zuzuhören und nicht die ersten 3 Minuten und dann schon einen Kommentar zu schreiben, sondern mir doch bitte einfach zuzuhören, weil das wird hier echt ein bisschen länger dauern, meinen Standpunkt vollständig zu erklären. Also, was ist überhaupt ein Transvestit? Ein Transvestit ist per Definition ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Das Entscheidende bei einem Transvestit ist auch das Imitieren von Geschlechtsmerkmalen. Ein Transvestit ist also nicht ein Mann, der sich schminkt und lange Haare trägt und weibliche Kleidung trägt. Es kommt vor allem darauf an, weibliche Geschlechtsmerkmale zu imitieren. Also nein, Jeffree Star beispielsweise ist kein Transvestit. Mein bester Freund und Mitbewohner Serge Starling ist auch kein Transvestit, weil die nicht versuchen, weibliche Geschlechtsmerkmale zu imitieren, wie beispielsweise Marvin. Das ist also nicht das Gleiche. Würde ich jetzt irgendjemand auf der Straße fragen, was ist ein Transvestit, würden die Menschen mir höchstwahrscheinlich Transsexualität definieren. Also zum Beispiel sowas wie: Ja, das ist ein Mann, der gerne Frau sein will oder so. Der Unterschied jetzt zwischen einem Transvestit und einer transsexuellen Person ist, dass Transvestiten erstmal keine Geschlechtsdysphorie haben, sich also wohlfühlen in ihrem Körper, auch mit ihren Geschlechtsmerkmalen und sich aus diesem Grund auch keiner Hormontherapie unterziehen oder irgendwelchen OPs oder anderen Eingriffen und auch nicht sich als Frau oder so integrieren wollen. Das sind einfach Männer, die sich verkleiden. Ich persönlich sehe mich nicht als Mann. Wenn man mich fragen würde, was ich für ein Geschlecht habe, würde ich nicht sagen, ich bin männlich. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, eine Brust-OP zu haben und Bubis zu bekommen. Genauso wenig kann ich mir vorstellen, eine Vajayjay zu haben. Transsexuelle tun all das. Also Hormone, OPs, haben eine Geschlechtsdysphorie, die sie versuchen zu lindern durch diese Eingriffe. You know. Dann gibt es noch, und das wollte ich auch noch einbringen, Drag Queens, auch Männer, die sich aus Anlässen verkleiden, um ein Publikum zu unterhalten. Also nicht das gleiche wie ein Transvestit, weil Transvestiten kein Publikum unterhalten oder irgendwie Auftritte haben. Bei Drag Queens ist es aber der Fall. Ich habe gar kein Problem mit Drag Queens und sie unterhalten mich auch sehr. Die Frage, die ich mir stelle und auch viele andere transsexuelle Menschen ist: Warum imitieren Transvestiten die Geschlechtsmerkmale einer Frau, ohne Geschlechtsdysphorie zu haben? Wo ist da der Sinn? Einige schreiben hier sicherlich in die Kommentare: Ja, lass doch jeden Menschen das tragen, was er will, lass doch jeden Menschen glücklich sein, so wie er will. Und natürlich, ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man Marvin nicht mehr das tragen lässt, was er tragen will oder so. Und auch jetzt nicht jedem Transvestiten ist nicht mehr gestattet, BHs zu tragen und Hip-Hats und was auch immer. Aber was dadurch nun mal auch passiert, ist, dass Transsexuelle und Transvestiten gleichgestellt werden, weil Menschen Transvestiten nicht verstehen. Und das ist halt auch sehr nachvollziehbar, weil ich selbst als transsexuelle Person Transvestiten auch nicht ganz verstehe. Ich verstehe es voll und ganz, das zu tragen, was man will. Und darauf auch scheißen sollte, was andere Menschen denken, wenn man irgendwelche gewissen Kleidungsstücke trägt und so weiter. Aber das Imitieren von Geschlechtsmerkmalen einer Frau und trotzdem cool zu sein mit seinem männlichen Körper macht für mich keinen Sinn. Es sei denn, man möchte dadurch gewisse Reaktionen bekommen oder, wie ich es jetzt auch bei Marvin vermute, das Ansehen beider Seiten zu erhalten. Also einmal von einem schwulen Mann und einer transsexuellen Person. Ich denke, es geht da auch vor allem darum, sich irgendwie besonders darzustellen. Also, ja, wow, ich bin ein Mann, aber schwul, aber verkörper auch eine Frau und das ist irgendwie etwas Besonderes. Und ihr habt ja auch vielleicht mitbekommen, dass transsexuell sein oder ich sag jetzt mal Transgender ein Riesending geworden ist und jeder Mensch, der vorher schwul war oder bi,
ist jetzt transgender oder transsexuell. Und natürlich bei vielen Menschen kommt es durch die Pubertät, dass man eine Geschlechtsdysphorie entwickelt und dass es wirklich transsexuelle Menschen sind. Aber bei vielen ist es halt auch einfach so, dass sie gerne einfach anders sein wollen und sich deswegen so nennen. Und beispielsweise Marvin behauptet ja auch, er hätte jetzt kein Geschlecht mehr, weil er so aussieht, wie er aussieht. Wenn man mich fragen würde, was ich für ein Geschlecht habe, würde ich nicht sagen, ich bin männlich. Und das ist natürlich alles komplett dumm. Und durch diese tausenden Geschlechter, die jetzt irgendwie entstanden sind und durch Personen wie Marvin, wird das transsexuelle Thema, was nun mal eine wissenschaftliche und medizinische Grundlage hat, nicht mehr ernst genommen. Wenn man von Transgender spricht, sprechen ja auch viele von einem Regenschirmbegriff. Heißt also, Transsexuelle, Transgender, Transvestiten, Männer im Make-up, wird alles in einen Topf geschmissen und es ist alles so ungefähr dasselbe. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich nicht mehr ernst genommen werde, genauso wenig wie meine Diagnose. Und all das, was man durchlebt, das wird halt nicht mehr ernst genommen und wird einfach verglichen mit Personen wie Marvin oder so. Wenn man sich als Mann wie ein Mann fühlt und seine Geschlechtsmerkmale annehmen kann und cool damit ist, ein Mann zu sein, verstehe ich nicht, es sei denn, man ist eine Drag Queen, warum man freizeitbedingt Geschlechtsmerkmale einer Frau imitiert. Das muss einem doch selbst total fremd vorkommen, wenn man es selbst nicht aus Drag-Gründen macht. Also nicht als eine Kunstform sieht und auch so präsentiert, sondern als einfach Imitieren einer Frau und eigentlich so auftritt wie eine transsexuelle Frau, die jetzt noch nicht ihre Hormone genommen hat, to be honest. Das Ding ist halt auch, ich bin noch nie einer Frau begegnet, die freizeitbedingt ihre Brust abschnürt und sich irgendwas in die Hose steckt, um männliche Geschlechtsmerkmale zu imitieren. Das kommt halt auch nicht wirklich vor. Ich habe nichts gegen Drag Queens oder Männer mit Perücken und Make-up. Girl, do your thing. Davor habe ich auch viel Respekt. Sei du selbst, mach das, worauf du Bock hast. Aber ich glaube nicht, dass man selbst ist, wenn man versucht, Merkmale zu imitieren, die biologisch nicht zu einem passen und wofür es auch keine medizinische Grundlage gibt, das zu tun. Auch viele andere Transsexuelle fühlen sich davon angegriffen und dadurch auch einfach das Ansehen von transsexuellen Menschen verschlechtert. Leute, let's be real. Und das ist auch schon längst passiert. Serge wird so oft gefragt, hey, bist du irgendwie transsexuell? Du siehst irgendwie so aus? Bla 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 bla. Viele Menschen fragen sich das auch bestimmt bei Marvin, wenn die ihn geschminkt mit Perücke auf der Straße sehen. Die denken bestimmt gleich an jemand transsexuell ist, was sie aber einfach nicht sind. Und damit werden dann transsexuelle Personen, die wirklich transsexuell sind, bei denen man es vielleicht auch nicht auf den ersten Blick sofort merken würde, dann damit gleichgestellt. Was halt schon irgendwo ein Problem ist. Aber natürlich von vielen Menschen, so wie auch hier in den Kommentaren damit gerechtfertigt wird, dass hier jeder Mensch das tun kann, was er will und bla bla bla. Ja, kann man auch. Dafür gibt es einfach keine Gründe, so zu tun, als wäre man etwas, was man einfach nicht ist und was man versucht zu verkörpern ohne einen Grund. Außer um irgendwelche Reaktionen zu erhalten und irgendein Ansehen sich zu erschaffen. Viel mehr Menschen sind über Transsexualität aufgeklärt als über Non-Binary und neue Geschlechtsidentitäten, die es seit 3-4 Jahren gibt. Und wenn sie dann nun mal einen Mann sehen, der sich verkleidet und eine Perücke trägt und Brüste imitiert und schlecht gemachte Hip-Hats trägt wie Marvin, denken sie natürlich sofort an Transsexuelle. Transsexuelle Menschen sind nicht Männer in Frauenkleidung. Und wie sehr ich auch Fan bin von Fakten und dass man faktisch bleiben muss, ist es aber einfach eine Falschaussage zu sagen, dass eine Transfrau beispielsweise ein komplett rein biologischer Mann ist. Wir verändern künstlich unsere Biologie, unsere Körperteile und unsere Hormone. Das ist nicht rein biologisch entstanden, aber durch synthetische Hormone und OPs. Man kann uns also künstliche Frauen nennen, aber nicht biologische, vollständige Männer. Wenn ich und ein anderer 23-jähriger Mann uns jetzt gegenüberstehen, nackt, wird jedem Unterschiede auffallen. Körperlich, äußerlich und auch biologisch werden da Unterschiede zu sehen sein. Also es ist einfach nicht richtig zu sagen, dass Transfrauen unterm Strich einfach rein biologische Männer sind. Das ist einfach nicht wahr. Es ist auch kein bloßer Fakt, den man einfach so zu nennen hat. Es ist einfach nicht richtig. Chromosomen bleiben da, aber Körperteile und unsere Biologie kann auch künstlich verändert werden. Und ich möchte hier nicht nur so wirken, als wäre ich einfach besorgt um mein Ansehen als Transfrau. So, oh Gott, was denken Menschen von mir? Es ist einfach eher so, dass ich es nicht verstehen kann, wie Männer, die sich komplett wohlfühlen mit ihren Geschlechtsmerkmalen, jetzt irgendwie Hip-Hats tragen und Brüste imitieren, aus
Freizeitgründen und so auftreten wie eine schlecht gemachte Transfrau. Als Kunstform, als Drag verstehe ich das, aber einfach so verstehe ich es halt nicht. Ich denke, Männer wie Marvin sollten verstehen, dass es total cool ist, als Mann ein Kleid zu tragen und was auch immer zu tragen und man dabei nicht Geschlechtsmerkmale imitieren muss, um diese Kleidungsstücke zu tragen. Du kannst ein Mann sein und ein Kleid tragen. Das ist total in Ordnung und du musst dabei nicht versuchen, Hüften zu imitieren oder Brüste oder Arsch oder was auch immer. Du kannst einfach ein Kleid tragen und fertig. Du musst dabei nicht versuchen, wie eine Frau auszusehen. Und genau das führt ja auch dazu, dass Männer wie Marvin ständig gefragt werden, ob sie eine Frau sein wollen, weil du, Marvin, ja auch die Geschlechtsmerkmale einer Frau imitierst. Und ich habe vorherige Videos von dir gesehen, wo du darüber frustriert warst, dass du das gefragt wirst. Und ich frag mich halt, ob du irgendwie wirklich dumm bist, weil du versuchst ja, wie eine Frau auszusehen. Und dann stört es dich, dass sich Menschen fragen, ob du transsexuell bist. Und das wiederum stört mich auch, weil Menschen dich sehen und dann an Transsexuelle denken, obwohl Transsexuelle einfach nicht aussehen wie du. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Ich hoffe, ihr habt meinen Standpunkt irgendwie verstehen können. Und ich sehe euch im nächsten Video. Bis dann. Ciao.